Nun gut, ich fasse euch eben kurz zusammen, was passiert ist, denn ich habe eine Folge komplett verkackt, die hat nicht aufgenommen und naja, konnte es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, die Savegames sind leider schon erstellt, das bedeutet für mich, ich erzähle euch einfach kurz, was passiert ist, bin also durch Arcades gerannt, Balti hat sich von uns verabschiedet, daraufhin haben wir einen Weg gesucht zum Laboratorium und hätten ein Taxi nehmen können, dafür brauchten wir Weißknospen, um uns auszuweisen, dass wir ins obere Viertel dürfen und da ist so dieser Julius wiedergekommen, wir haben ein paar Informationen gesammelt, Weißknospen geschenkt bekommen und naja, sind dann zum Taxi und zu guter Letzt, somit können wir jetzt zum Laboratorium hoch. So, und da sind wir zurück bei Final Fantasy XII. Ich bitte zu entschuldigen, dass die letzte Folge so unglaublich müde war. Mittlerweile hat sich das Problem erledigt. Willkommen in Sonnenbüll-Bezirk. Seien Sie stolz, dass Sie es geschafft haben, hierher zu gelangen. Knospen und Federn sind wichtiger als Geld, um Leben und Leben. Was auch passieren mag, trennen Sie sich nie davon. Wohlan, Sie möchten also zu Nirvas-Bezirk? Zu jenem Ort fahren, denn wir sind soweit eigentlich vorbereitet. Was, wollen Sie wirklich zu jenem Ort? Wirklich? Ja, jetzt echt? Ja, wollen wir. Gut, verstanden. Bitte steigen Sie ein. Hey, hey, wir fahren zu diesem Ort. Und zu jenem, meine ich. Julius scheint ein alter Freund von dir zu sein. Was du auch sagst, ihr scheint euch jedenfalls gut zu verstehen. Ja, als ob. Hey, drück mal ein bisschen auf die Tube. Bin gerade nicht in der Stimmung, jemanden zu vermöbeln. Ach nee, bin gerade in der Stimmung, jemanden zu vermöbeln. Und mir ist egal, wen. Sofort, mein Herr. Where to? Come, this way. Also ab ins Labor. Das Draklor-Laboratorium. Ah, sieht wieder aus, als gibt es da Schranken und bla und Wegsperren und so. Wie in dem Gefängnis damals. It's too quiet. Passing strange. There are supposed to be guards here. Aber wir werden sie schon finden, die Wachen. Maybe you were just lucky, huh? Maybe you're just optimistic. Something may be afoot. We proceed with caution. No time for caution. Step to it. Sid's chambers are on the top level. Naja, das hier ist ein Labor. Wahrscheinlich ist irgendein Experiment fehlgeschlagen. Wir gucken uns das mal an. Aber so wie es ausschaut, haben wir freie Bewegungsraum, oder? Sind das Türen, durch die wir nicht durchkommen? Yep, sind es. Sind wir jetzt eigentlich gerade am, ja, mit den Leuten, die am schwächsten sind, am Kämpfen? Das ist sehr gut. Bald hier ist, hat den Köder. So. Oh, da sind ein paar Tote. Ach, die schlafen nur. Verdammt, wessen Werk ist das? Der Sandmann war da. Tot, tot, auch tot. Tot, tot, tot. Tot, tot, ganz viel Tote. Ja, komm, wir laufen mal jetzt schneller, dass wir rausfinden, was hier los ist. Oder uns ein wenig umgucken können. Na, hier ist alles versperrt. Da kommen wir nicht durch. Okay, okay, okay. Dann einen anderen Weg. So, was ist hier los? Immer den Leichen hinterher. Oh, da schilt ja noch wer. Imperialer Soldat. Hilfe! Hilfe! Mehr kann er nicht sagen. Was geht denn bei dem ab? Egal, laufen wir einfach an dem vorbei. Ignorieren wir mal seinen Todeshilfeschreie. Wir hätten ihm ja eine Portion geben können, aber nein, ist ja... Der hat sich auch schon schlafen gelegt hier auf dem Brett. Da kommen wir wohl noch nicht lang. Führen wohl alle Wege nach Rom und das wäre hier. Oder hier? Nordlift Terminal. Etage? Oh, wir können die Etage bestimmen. Zurzeit sind wir auf 66E. Wir können auch nach ganz oben, aber wir können uns natürlich auf der Zwischenetage umgucken. Tada!
Also ohne Scheiß, die Melodie ist immer noch extrem laut. Ich muss die einfach runterdrehen. Was geht ab? Wir haben die doch schon vor Ewigkeiten runtergedreht. Einstellung. Ja, die Effekte sind okay. Die Melodie muss runter. Na, schon ein bisschen besser. So, wir haben Köder drauf. Hier liegen noch mehr Tote rum. Was geht hier ab? Wo seid ihr alle? Tote, Tote, Tote. Eine Türe. Oh, ein Labor. Wir können ins Labor gehen? Also doch jetzt hier. Also doch nicht ganz oben. Habe ich mich vertan. Papier, umgefallene Bücher. One's lacking manners by the look of it. Someone after the Nethesite? The Yuck Defoe, was it? 6 years, and ever since you got back, this. What madness found you there? Hmm? Up! Above us! Drop bulkheads 5 and 8! Beat to it! They found us. He's earlier visitors, more like. We should lie low for now. No, we'll use their confusion. We need to find Sid now. Ich will aber kämpfen. Ein Laborkarte entdeckt. Die Skizze des Dracula-Boote um uns erhalten. Alle Kartenabschnitte sind aufgedeckt. Sehr gut. Wir können jetzt also überall hin, so wie es ausschaut. Kann ich im Labor noch ein bisschen was gucken? Fest verschlossen. Da waren wir doch gerade drin. Was geht? Ach, und auf einmal können wir speichern hier? Na, das sieht wirklich aus wie ein Speicherdings. Was ist denn hier los? Labormitarbeiter. Diese Truppsoldaten, die gerade ins Zimmer gestürmt kamen. Was wohl vorgefallen ist? Etwa Eindringlinge? Die Schleuse arbeiten allerdings normal. Wird wohl alles in seine Ordnung haben. Die roten und blauen Schleusen lassen sich nicht nach Kippschalterprinzip nur abwechselnd öffnen. Wer sich im Laboratorium nicht auskennt, wird sich schnell verlaufen. Und bald von den Wachen aufgegriffen werden. Wer seid ihr übrigens? Okay, danke für diesen Tipp. Wir speichern mal hier. Naja, wir brauchen nicht speichern. Wir machen mal wieder auf ein auf langsam. Wir werden wahrscheinlich gleich von den Wachen angegriffen werden. Was ist eigentlich mit der Karte los? Warum ist die Karte so zerstört? Können wir jetzt in jeden Raum rein? Oh, was haben wir da? Schleusenkontrolle, alles klar. Ah je, ich sehe schon kommen. Blaue Schleusen öffnen. Okay, gucken wir mal, was passiert. Die Roten haben sich geschlossen. Okay, es war klar. Okay, dann geben wir jetzt doch ein bisschen Gas, denn wir werden uns wirklich verlaufen. Oh, hallo. Easy cheesy. Die können ja gar nichts. Dann gucken wir uns mal um. Blauen Schleusen sind offen. Da ist noch ein Wechselraum. Ah, ich verstehe. Da drin sind die Konsolen vielleicht, diese Wechselräume. Mal gucken, ja. Na gut, und wieder raus. Na, jetzt wird jetzt ein riesen Wechselspielchen werden. Oh, hi. Oh, die machen ja extrem viel Schaden. Wobei, Baltier ist jetzt auch nicht der beste Tank, was das angeht. Was da? Nix. Toll. So, die Tür ist zu. Die rote Tür hier ist offen. Das ist sehr gut. Dann können wir uns hier vorne mal Wechselsektor. Ja, wir müssen die roten wieder öffnen anscheinend. Hä, die roten sind doch gerade offen, oder? Moment, gucken wir mal nochmal. Balance-Splitter. Und eine Claymore erhalten. Wartet mal, wir gucken mal kurz in die Ausrüstung. Ist ja schon alles. Mal gucken, was ist mit Claymore? Für wen ist die Waffe? Oh. Okay, für alle ist aber trotzdem noch das Optimale an.
Ne, hier ist nichts drinne. Und angegriffen. Nein. Moment, sind das extra Türen? Da kann man wahrscheinlich gar nicht durch, Entschuldigung. Ich konnte hier nur den Raum öffnen. Alles klar, dann müssen wir also zurück. Okay, und damit wir zurückkommen, ja, müssen wir halt wieder den Wechsler spielen. Zack. Und wieder zurück. Na, mal gucken, sind wieder Gegner da? Nö. Habe ich jetzt eigentlich fest mit gerechnet. Okay, im Grunde gibt es hier auf der Ebene jetzt aber nichts mehr. Oder? Oh, Gegner, hi. Gegner weg. Ich gucke nur nochmal sicherheitshalber. Dann wechseln wir halt hier nochmal zurück. Was soll's? Na los, mach die Konsole. Dann wird es jetzt noch ein bisschen dauern. Egal, wir machen die Türe auf, gucken, ob Gegner da sind und gehen jetzt da lang. Waren wir vorher, glaube ich, noch nicht. Mal gucken, was wir finden. Oh, wieder Mitarbeiter. Dieser Krach draußen ist unerträglich. Wer soll da denn konzentriert arbeiten können? Ich habe die neuesten Daten unserer Forschung an künstlichen Netzzeit ausgewertet. Doch kann ich Dr. Zitt einfach nicht erreichen. Ob er wieder in der 70. Etage seinen Gedanken nachgeht? Okay. Danke für diesen Tipp. Ab zur 70. Etage. Also ist alles noch sehr, sehr gemütlich. Kaum Kämpfe. Und jetzt, damit wir wieder zu hoch fahren können, müssen wir wechseln. Tack. Okay. So, jetzt können wir nämlich auch den Aufzug betreten. Den sehen wir hier. Aufzug. Also, wir können... Wir sind jetzt gerade auf der 77. Wir haben 68 noch vor uns. Naja, da geht's halt weiter, ne? Würde ich sagen. Wir müssen uns irgendwie zur 70. hocharbeiten. Erinnert mich doch an Final Fantasy 7. Erinnert ihr euch noch an das Shinra-Gebäude? Oh yeah, der Final Fantasy 7 Remake wird echt super werden. Da wären wir, die 68. Etage. Hallo Gegner, Protes. Oh, wo kommt der denn her? Na gut, der ist down. Hier ist rot, hier ist gesperrt, da ist auch wieder rot und ist gesperrt. Rot gesperrt. Ich will, bevor ich jetzt alles immer wieder 10-mal hin und her wechsle, mich mir wirklich alles angucken. Hier ist der Aufzug, da kommen wir eh nicht weiter. Okay, alles klar. Wenn der Aufzug blinkt, macht, kommen Gegner da raus. Haben die 400 EP gegeben? Kann das sein? Egal, wir machen jetzt mal den Wechsler und gehen jetzt durch alle roten Türen. So, rote Schleusen öffnen. Tada! Okay, jetzt ist alles ein wenig offener. Hallo Gegner. Na, nur 300 EP. Ich glaube, hier können wir aber auch nicht viel trainieren. Das ist keine Tür, da kommen wir nicht rein. Gucken wir mal kurz in den Raum 04 hier rein. Oh, was ist das denn? Ach so, wieder ein Wechsler. Sehe ich aber aktuell noch keine Notwendigkeit für. Wir sollten uns umschauen. Denn sonst wären die Türen hier wieder zu. Ach komm schon. Böser Magier.
So, mal hier reinschauen. Was haben wir? Oh, ein Gegner. Hi, wie geht's denn? Sehr nett. Ach, Gegner. Ein Gegner, der nichts aushält. Hier geht's nur zurück zum Eingang. Alles klar. Ach so, Moment. Die Tür wird sich jetzt öffnen und da kommen Leute raus. Okay. Einer. Sweet. Kaputt. Wird ja jetzt wohl der Wechsel hier sein müssen. Tada. Oh, es kostet viel Zeit. Ich kann verstehen, dass man damals so viel Spielzeit an der PlayStation 2 dafür benötigt hat. Wie soll ich das denn machen? Da ist rot. Ah, okay, anderer Weg. Egal, wir gucken uns mal um. Jetzt haben wir hier gewechselt. Das heißt, wir sollten jetzt... Oh mein Gott, ich verlaufe mich hier total. Aber den Weg hatten wir noch nicht. Da ist wieder rot. Da ist auch rot. Mhm. Sehr schön, hier waren wir noch nicht. Da kommen wir nicht durch. Kurz mal gucken. Okay. Hi! Alles noch entspannt. Weggeballert. Okay, sehr gut. Da hinten ist nämlich noch ein Raum, den wir jetzt mitnehmen sollten. Weiß der Geier, was hier ist? Vielleicht eine Schlüsselkarte? Damit wir in den nächsten Raum, also in den nächsten Abschnitt hochkommen. Ach so, nö. Rote Schleuse und... Okay. Oh mein Gott. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir schon drei Kontrollschleusen. Jetzt ist die geöffnet. Was haben wir hier drin? Und noch ein Wechsler. Aber auch ein Schatz. Balance-Splitter. Doch kein Wechsler, Entschuldigung. Schätze nur. Aquasplitter. In Ordnung. Gut. Wieder raus. Das hat mir aber jetzt noch nicht die Frage beantwortet, wie wir letzten Endes in den nächsten Stock kommen. Hier ist doch eigentlich Ende. Oder gibt es noch einen anderen Aufzug? Ach ja, es gibt einen zweiten Aufzug, so wie es ausschaut. Wow, was geht? Alter, das ist aber knapp. Die mit ihrer Scheißhast. Ich will auch Hast haben. Mhm, dumme Blocker. Pop-up-Blocker. So, mal gucken. Ist das hier für die nächste Etage? Ah. Palim. You bear not the stench of Cid's lackeys. And you are our earlier visitor. Yes, a valuable man, one I'd sooner not lose. Yet he knows too much. Was geht? Okay. Moment, ich nutze die Chance, hier mal kurz einmal um die Ecke zu latschen. So wie es ausschaut, gibt es nämlich hier noch einen extra Raum. Vielleicht können wir noch was abstauben. Okay, stauben wir mal ab. Ein Schatz. Almosen. Was kann ich denn mit Almosen machen? Okay. Ein Reverse-Splitter. Wartet mal, wir gucken mal ganz kurz in die Ausrüstung rein, ob wir jetzt irgendwas Tolles bekommen haben. Oh, Almosen. Hätte sein können, dass wir irgendwie mehr Sachen bekommen. Krafthandschuhe, volle HP, bla bla bla. Wir hatten ja da
die Diebesfäustlinge. Die geklauten Gegenstände sind vom höheren Wert. Das finde ich sehr gut. Das werden wir jetzt auch mal ausnutzen. Ja. Also immer wenn Van jetzt was stiehlt, nur die Diebesfäustlinge sind selten. Danke für den Tipp. Haben wir aus der Kiste geholt. So, ein Speicherkristall. Vielleicht nutze ich wirklich mal die Chance zu speichern.